Herzlich willkommen. Erleben Sie noch einmal die bewegendsten, spannendsten und berührendsten Momente der Barbara Karlich Show. Heute einfach schön. Thomas, hast du dir schon mal die Wimpern färben lassen? Ja. Ja, und also, wie ist es? Eine angenehme Situation im. Ich muss dazu sagen, ich bin eher der Typ, der wahrscheinlich von Haus aus so ein bisschen mehr Eitelkeit mitbringt und daher auch den Weg alleine zur Kosmetik gefunden hat. Und es kommt von mir auch natürlich aus dem Innersten der Pflege her. Ich sage einmal, Schönheit bei einem Mann beginnt bei der Pflege, was ein enormer Vorteil ist, weil ein gepflegter Mann gilt oft schon als schön. Und Frauen müssen da gezwungenermaßen immer ein bisschen mehr dazu beitragen. Schminken, auflegen. Das ist so mein Gefühl. Ich habe immer so das Gefühl, da ist es auch zugelassener, dass Frauen unterstützend mehr tun für Schönheit als Männer. Was impliziert, du würdest es auch gern wollen. Genau das, ja. Da will ich hinaus. Also grundsätzlich mache ich zum Beispiel alle 2-3 Monate die Wimpern färben. Ne? Weil da kommt das Auge einfach besser heraus. Aber das stimmt, ja. Man braucht natürlich auch dann die passende, was sage ich mal, Kosmetikerin dazu, die da die richtigen Grenzen steckt und sagt, so weit gehen wir, so weit machen wir das, dort machen wir nichts mehr. Natürlich auch schon, ganz aber genau. Nicht kitschig. Und da bin ich halt auch sehr gut versorgt. Es gibt ja bei der Kosmetik auch Sachen, die wehtun. Na, Schönheit muss leiden, sagt man bei den Frauen locker. Also müssen wir auch ein bisschen mithalten. Nicht? Aber das Harzen zum Beispiel mache ich auch nicht. Ich tue mir zwar die Brusthaare rasieren, schaue auch aus nach, wie nach einem Messerkampf hin und wieder. Andererseits, es ist für mich auch ein, so ein Pflegevorgang. Wenn du zweimal in der Woche unter der Dusche eingeschaumt und mit dem Rasierer, ist so ganz angenehme. Was rasierst du alles? Also Brust, Nein, die, Achseln? Die Brusthaare unter die Achseln, sonst habe ich nicht sehr viel Haare. Schamhaare ein bisschen korrigieren, aber halt auf Schere richten. Ja. Und das war's dann. Ja. Aber das Gepflegte halt. So weit gehen, dass man gepflegt wird. Die Damen. Ja. Und die Beine? Die Beine ist so also kein Thema. Du tust aber auch sonst sehr viel für deinen Körper. Also nicht nur eben Wimpern färben und ich weiß nicht, was du alles Masken, Pediküre, Maniküre. Die Augenbrauen zupfen, natürlich aufpassen, dass die Haare nicht ausschauen aus der Nase, Zentimeter oder aus dem Ohr. Und das sind alles Dinge, die einfach dazugehören. Massage, Solarium, das ist alles, all das ist für dich selbstverständlich. Und dann kommt noch dazu das sportliche Bodybuilding. Ja, also so nennt man den Sport, aber Bodybuilding, wie schon sagt, man sorgt dafür, dass der Körper dort Muskeln hat, wo es hingehört, wenn es geht. Ein Foto, Sehr gut. Also es geht darum, dass ich der Meinung bin, ein Gesamtbild zu haben für mich. Ja. Weil wenn ich mir gefällt, bin ich wahrscheinlich angenehm zu ertragen für alle anderen. Und man bringt eine gute Stimmung mit. Selbstwertgefühl sehr gut, Genau. Und das ist für mich auch eine Art, sage ich, Lebensqualität. Mhm. Jetzt hast du vorher gesagt, du würdest dich auch schminken, wenn du dürftest. Oder wenn es irgendwie en vogue wäre. Ich würde es auch aber begrüßen, wenn... Aber was würdest du schminken? Naja, warum nicht einen Lidstrich oder solche Sachen? Oder den Augenbrauen ein bisschen dünkler machen. Lipgloss. Und Lipgloss, glitzernde Lippen oder so. Warum nicht? Ne? Da bist du ein Make-up, weil wenn man was halt schnell ein bisschen in die schwulen Szene, in die Homosexualität kommt. Und das ist halt in dieser unserer Gesellschaft noch ein Thema. Ne? Das, was wir heute machen können, wir Männer für die Schönheit, und was wir uns in ein Schönheitsstudio machen lassen können, was noch kein Eingriff bedeutet, aber nur eine Unterstützung, ein Wohltun, eine Lebensqualität sich zu holen. Aber du würdest es auch unterstützen mit Botox zum Beispiel? Ja, also ich würde nie sagen, ich mache etwas nicht, weil ich nicht weiß, was entwickelt sich noch, was kommt auf uns zu, was kommt auf mich zu. Es darf nicht lächerlich werden, es darf nicht so auffallen, dass man sagt, ein junges Gesicht, alter Körper. Es muss immer schön zusammenpassen und das muss ins Richtige abgleiten, älter werden mit Vernunft. Hi. Ina, bist du in der Gesellschaft mit deiner Figur immer akzeptiert worden? Nein, das ist auch jetzt noch nicht so. Also ich habe mir halt jetzt so meine eigene Bubble geschaffen, sozusagen irgendwie an Freundinnen, die auch hier sind und so, die halt gut damit klarkommen. Und es ist absurd, dass ich das überhaupt so formulieren muss, weil ich meine, es ist mein Körper. Was ist das Problem so? Aber mittlerweile trauen sich es nicht mehr so viele Leute, die mir persönlich sagen. Ich glaube auch wegen meinem Auftreten und so.
Aber, Als Kind? Na, als Kind jede Menge. Gemobbt und so? Und ja, gemobbt, gehänselt beschimpft. In der Schule, war krass was los. Also die Dicke, die Fette, dumm, undiszipliniert kommt ja auch immer gern. Alle Schubladisierungen, die es halt so für Dicke dann gerne gibt, macht keinen Sport, kann sich nicht bewegen, schwitzt die ganze Zeit, isst nur Süßes den ganzen Tag. Und im Endeffekt nimmt man dann noch mehr zu, weil man wahrscheinlich das aus Frust dann weiter isst? Auf jeden Fall. Ja. Wenn ich jetzt Kinderfotos von mir sehe, denke ich mir manchmal, okay, wer hat mir gesagt, dass ich dick bin? Mhm. Das ist totaler Quatsch. So. Mhm. Und das ist irgendwie so wie eine aufgesetzte Identität, habe ich das Gefühl. Okay. Ich denke wirklich oft, ich wäre heute gar nicht dick, wenn man mir nicht so oft gesagt hätte, du musst aber aufpassen, du musst eine Diät machen, weil Fakt ist, ich war mit jeder Diät danach viel dicker als davor. Und es hat mich nie jemand gefragt, wie ich meinen Körper eigentlich finde. Und das ist der springende Punkt. Weil ich bin nämlich irgendwann draufgekommen, ich finde mich eigentlich voll okay. Die anderen haben ein Problem mit mir, aber ich finde mich eigentlich super. Nur hat mich das nie jemand gefragt und ich dachte halt, es muss so sein. Ich dachte halt, alles hängt davon ab. So. Warum, Elfi, gehen andere Menschen davon aus, sie kann doch nicht glücklich sein? Es ist sehr schwer. Irgendwie glaube ich schon, dass sie glücklich sein kann. Aber ich glaube, das hast du gelernt, glücklich zu sein. Du warst sicher am Anfang nicht glücklich über dein Gewicht. Weil wenn man gemobbt wird und so, wem ist das schon recht? Kein Menschen. Aber ich glaube wohl, dass du gelernt hast, dass du sagst, ich stehe zu meiner Figur. Ich habe momentan keine Probleme. Aber eines ist, du bist halt noch sehr jung. Und ich sage dir, und ich halte dagegen, okay, welche Frau wurde in ihrem ganzen Leben noch nie hässlich gemacht, noch nie gemobbt, egal wofür. Ich hatte eine Kameradin in der Schulklasse, die hatte eine dicke Hornbrille und wurde gehänselt ohne Ende. Es gibt keine Möglichkeit, diesem Schönheitsideal zu entsprechen. Es ist total egal, ob du dünn bist. Es ist total egal, ob du aussiehst wie ein Supermodel. Immer gibt es einen Grund. Wolltest du da mal sogar Fitnesssachen kaufen und man hat dich so ein bisschen schief angeschaut, nicht? Voll. Ja. Na, geh mal als Frau mit über 100 Kilo, und ich habe über 100 Kilo, in den Sports Experts und sag, ich will Sportsachen haben. Und ich erst mal so, ja, für deine Schwester, für deine Freundin, welche Konfektion brauchst du denn? Es gibt in Wien nichts, was ich anziehen kann. Mhm. Nichts, was mir passt. Und lange Zeit dachte ich, das ist mein Fehler, das ist mein Problem, bis ich dann draufgekommen bin, okay, nein, so ist es nicht. Also man findet ja wohl was. Erstens auf jeden Fall. Also in Amerika zum Beispiel ist das ja schon viel länger ein Thema, so Plus Size, Body Positivity etc. Da kann man es herbestellen zum Beispiel. Aber es ist halt auch dieses System, muss man halt so verstehen, wie absurd das ist, dass einerseits den dicken Menschen immer vorgeworfen wird, na, du machst ja auch keinen Sport. Mhm. Okay, worin denn? Ja. In dem werde ich jetzt auch keinen Sport machen. Du bist auch Model, ein Plus-Size-Model und zeigst auch viel von dir. Also das ist jetzt, da sieht man dich ja in dem, was du heute gerade anhast. Aber du siehst auch, und schaut super aus. Finde ich schon, ja. Und da zeigst du auch sehr viel von dir, da traust du dich, ja. Aber der Punkt ist schon, warum sagt man, da traust du dich? Nicht? Ja, das ist jetzt das Thema, wo wir auf dieses Body Positivity, wie heißt das? Body Positivity Movement. Genau, so, richtig gesagt. Als Ganzes. Was steckt dahinter? Im Prinzip ist es einfach nur die Idee, dass man selber alle Dinge, die von der Gesellschaft negativ konnotiert worden sind, negativ belegt worden sind, an sich neu umdeutet und okay findet. Und das ist eigentlich total egal, ob das um zu dünn, zu dick, Hautfarbe, Behinderungen geht. Es geht einfach nur darum zu erkennen, nur weil ich der Norm nicht entspreche und deshalb angestarrt werde, Kommentare bekomme etc., heißt das nicht, dass ich nicht ein glückliches Leben haben kann, dass ich nicht trotzdem schön bin, wenn ich das sein möchte, wobei ich auch schwierig finde, dass wir alle immer uns schön finden müssen. Ja? Mhm. Oder es immer um innere Schönheit auch gehen muss und so. Das finde ich voll okay, auch zu sagen, ich finde mich zum Beispiel nicht schön und bin trotzdem selbstbewusst und finde mich super oder so. Aber egal. und einfach darum, sich anzuerkennen und zu sagen, ich bin super so, wie ich bin, auch wenn mir mein ganzes Leben lang die Mehrheitsgesellschaft gesagt hat, nein, das geht nicht.
Natürlichkeit ist für meinen ersten Gast nur ein Synonym für sich gehen lassen, sagt Christine und fährt auch gleich ihre Krallen aus. Christine. Hallo. Jetzt muss ich einmal das Publikum kurz beruhigen. Zeig noch einmal deine Hände. Du hast Fingernägel, die ein bisschen länger sind als die Masse Fingernägel hat. Wie lang sind die denn? 12 Zentimeter. 12 Zentimeter. Der Natur freien Lauf lassen ist nicht so ganz dein Ding. Mm-mm. Wäre das nicht angenehmer und bequemer? Nein, auf keinen Fall, weil es ist viel schöner und man fühlt sich auch viel wohler, wenn man sich pflegt. Mhm. Ja? Und da tut man was für sich selber, für sein Wohlbefinden, für seine Seele. Wann hast du denn begonnen, Christine, mit dem Wachsen der Nägel? Respektive, wann hast du begonnen, die Nägel, weil die sind, glaube ich, aufgeklebt, gell? Die sind aufgeklebt, ja. Kunstnägel, ja. Und vor 7 Jahren habe ich angefangen und habe meine Leidenschaft dafür entdeckt. Und für mich ist es eher schon mehr Kunst. Mhm. Das hat mit Pflege auch zum Tun, aber für mich ist es mehr Kunst, weil ich da wirklich meine Kreativität ausüben kann und was meine Leidenschaft da ist. Gell? Aber das sind Nägel, die du immer hast, nicht nur heute zur Feier des Tages. Ja, du hast seit 7 Jahren 12 cm lange Fingernägel. Nein, ich habe vor kurzem, also 7 Jahre habe ich angefangen mit 1,5 cm und dann ist sie immer gesteigert. Mehr. Aber wie lange sind sie nun schon so lang? Die sind jetzt also 2 Jahre jetzt also lang. Also aber 2 Jahre durchgehend, da hast du nicht... 2 Jahre durchgehend, genau. Ja. Nur, dass wir wissen, dass du quasi auch so lebst, wenn wir uns den Alltag vorstellen. Mhm. Und ich dich ein paar Sachen frage, wie du das so machst. Wie tust du bitte Geschirr abwaschen mit diesen Fingernägeln? Na, ich denke mal, es haben viele Leute einen Geschirrspüler zu Hause, ne? Nein, aber manche Dinge tut man doch einfach so abspülen. Ach, das geht ganz normal. Also normaler Schwamm, nur habe ich ja andere Technik, das anzugreifen. Und wie tust du kochen? Das macht mein Freund. Aha. Also so quasi zum Beispiel Schnittlauch schneiden oder Kartoffelschälen oder solche Geschichten, das ist schon schwieriger. Doch, das kann ich auch alles. Darf ich dich trotzdem um ein kleines Exempel bitten, wenn ich dir jetzt etwas zeige und dich um etwas bitte? Der Christian, unser Aufnahmeleiter, ist so lieb und bringt uns jetzt ein paar Sachen auf einem Tischchen. Darunter ist ein Apfel. Da würde ich dich bitten, dass du den schälst, wenn du schon sagst, dass du das kannst. Aha. Gut. Was passiert denn eigentlich, wenn einer abbricht, meinst du? Sehr. Sehr, gell? Kann man vorstellen. Sehr. Passiert das oft eigentlich? Passiert das oft? Selten. Ja? Naja, aber schau, das geht. Das ist jetzt nicht unbedingt. Da warst du jetzt schnell. Hättest du kein Messer, könntest du die Dose nicht aufmachen. Schlüssel hat man immer dabei. Okay, aber wenn du auf der Insel landest, ja, und du hast nichts bei der Hand, mit Fingernägeln geht's nicht. Holzstück. Du brauchst? Eine Muschel. Okay, ja, du bist kreativ. Augenscheinlich machen lange Fingernägel kreativ. Stimmt. Genau. Münzen aufklauben und ich bitte dich jetzt nicht so zu machen, wie es jeder macht, also einfach so, sondern... Na, das geht nicht. Aber habe ich auch schon geschafft. Habe ich auch schon geschafft. Okay. Naja, aber man muss ein bisschen Kreativität. Jetzt zeig mir nur noch eines. Das würde mich noch interessieren. Knöpfe zumachen. Ja. Aufmachen. Zumachen. Alltagstest bestanden, würde ich sagen. Bravo. Theresa, worüber definierst du dich? Also ich bin ein Naturmensch. Okay.
Ich denke mir, man braucht nicht so viel tun für die Schönheit. Also die innere Schönheit kommt von selbst. Dabei bist du super fesch, modisch, angezogen, Schmuck, Haare, Nagellack. Also das Naturmädel, hätte ja man dir jetzt so schnell nicht abgenommen. So heute. Das ist Ausnahme heute. Echt? Also das gibt's bei mir nicht. Ne? Die Stöckelschuhe auch, die High Heels? Nein, Stöckelschuhe schon, aha. Ja, ja. Das hat nichts mit Kleidung zu tun, was man mit dem Körper innen macht. Okay. Das heißt, Diät, Sport, das machst du alles nicht? Ah, jetzt momentan gar nicht. Ich habe Sportverletzungen gehabt. Aber sonst, also Tanzen, das ist was für die Seele. Mhm. Das ist mein Sport. Disco-Fox mit Figuren. Okay. Also das ist mein... Schönsein ist harte Arbeit. Viele Menschen geben viel Geld dafür aus. Das ist etwas, wo du sagst, never ever einen Cent dafür ausgeben. Nein, gar nichts. Nur ein bisschen Lippenstift und vielleicht Kajal. Nicht einmal Hautcreme. Gibt es bei mir nicht. Okay. Ich bin so aufgewachsen in der Landwirtschaft, aus wenig viel machen und gesund leben. Würde denn bedeuten, dass die Schönheit von innen kommt? Genau. Mhm. Was muss man da machen? Und auch, zum Beispiel, also beim Wasser trinken. Also gutes Wasser nehmen von der Quelle. Das ist auch so ein Elixier. Wenn man die Chance hat. Oder Creme selber machen. Also ich mache Ringelblumensalbe selber mit Kokosfett. Also ich mache meine Sachen selber, ich mache meine Tees, alles selber. Beschäftigen tust du dich schon damit, was halt gesund ist und gesund macht ja auch schön in gewisser Art und Weise. Also wenn du jetzt viel an der frischen Luft bist, viel Wasser trinkst. Ja, ich habe einen wunderbaren Garten, also draußen. Also es ist auch so, mit was man sich begibt und also mit Blumen und so, also das ist einfach... Also, aber dann ist die Schönheit in gewisser Art und Weise schon wichtig, weil du könntest daherkommen und sagen, es ist mir wurscht. Nein. Die Haare, egal. Nein. Das heißt, schön sein, ja, aber Geld investieren, nein. Sondern eher mit der Natur arbeiten. Ja, genau. Ich bin auch so eingestellt, also jeden Morgen stehe ich vor dem Spiegel und sage mir, ich habe mich lieb, ich bin schön. Okay. Na wow, wow, wow. Was sagst du jetzt, Dieter? Ja, was veranlasst dich dazu? Dich sozusagen auch da jetzt so zu, das ist dein Anliegen, oder? Ja, also ich habe eigentlich nie wirklich Sport gemacht in meinem Leben. Das war immer Sport ist Mord. Und habe halt dann zwei Kinder bekommen. Und ja, wir wissen alle oder die meisten, die Kinder haben, dass der Körper dann halt nicht mehr so ist. Und ja, ich habe dann in der Schwangerschaft, in jeder Schwangerschaft 25 Kilo zugenommen. Habe ich zwar dann auch wieder abgenommen, aber ja, ich war halt dann alles ein bisschen lätschert und nicht mehr so schön. Und habe mir dann gedacht, ja, probierst du das halt einmal, gehst du mal in meiner Fitnessstudio, schaust du das mal an. Das dann auch relativ brav gemacht, bin eigentlich schon regelmäßig gegangen, jetzt habe ich viele, die dann nach 2-3 Wochen wieder aufhören. Und ja. Aber das ist ein interessanter Punkt. Du hast dir gedacht, gehe ich mal ins Fitnessstudio. Du hast ja Frauen, die Bodybuilding machen, ja auf Plakaten, im Fernsehen, in Magazinen schon mal gesehen. Natürlich. Ja. Als du noch nicht so trainiert und definiert warst. Und das ist nicht einmal der Höhepunkt, weil im Moment bist du gar nicht so im Training, hast du uns erzählt. Ja, das ist relativ dick jetzt für meine Verhältnisse. Also das hast du ja gewusst, wie diese Frauen dann ausschauen. Hat dir das gefallen früher? Zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Also ich habe die Frauen ganz schrecklich gefunden. Ich habe auch die Männer, mir haben die Männer überhaupt nicht gefallen. Das wollte ich wissen, ob du immer schon begeistert warst von den Muckis und du gedacht hast, wow, sexy, gefällt mir, da möchte ich hin, da komme ich nie hin. Oder? Nein, das war eigentlich ja nicht mein Bestreben am Anfang, dass das so ausschauen soll irgendwann einmal. Das habe ich nicht vorgehabt. Und wann kam dann dieser Punkt, wo es... Es hat dann nicht wirklich einen Punkt gegeben. Also ich habe mich halt dann immer mehr dafür interessiert, auch dann ein bisschen über die Ernährung mich informiert. Und das ist irgendwie schleichend gegangen. Also es war nie ein Punkt da, wo ich gesagt habe, okay, jetzt will ich das machen. Aber irgendwann ist es zu einer
eine Sucht. So also wenn ich wirklich jetzt 3-4 Tage nicht gehen, dann fehlt mir einfach was in meinem ganzen Tagesablauf. Das ist einfach fix in meinem Tag. Und ja, wenn das nicht ist, da. Aber was passiert da, wenn das nicht ist? Ich freue mich halt schon wieder furchtbar drauf, wenn das nächste Mal soweit ist. Also eine andere Art der Bewegung? Also das passt jetzt natürlich nicht in deinen Trainingsplan oder so. Ich mache schon, also irgendwelche ich gehe schon anderen, laufen. In der Natur einfach zum Beispiel. Ja, also mache ich natürlich auch, wenn es jetzt zeitlich ausgeht, gehe ich auf jeden Fall auch laufen und Inlineskaten oder so Sachen, aber halt nur quasi in vermehrter in der Diät halt, wenn ich halt wirklich dann kurz vor dem Wettkampf bin. Was ist passiert mit dem Partner von damals? Also ich bin mittlerweile geschieden, hat aber nichts damit zu tun. Es sind andere Gründe. Er hat schon nach 3 Wochen schon gesagt, du schaust nicht mehr schön aus, du schaust aus wie ein Mann. Und Genuss, sich ein bisschen was gönnen. Also du bist, glaube ich, jemand, der sehr strikt 6 Tage die Woche das Gleiche isst. Was ist das? Normalerweise schon, ja. Das kommt halt ganz drauf an. Also sehr eiweißreich, aber auch Kohlenhydrate eben gerade in der Aufbauphase. Und je näher. Was heißt das zum Beispiel? So ein Tag. Wie schaut so ein Tag aus in Claudias? Haferflocken mit Eiweiß in der Früh und dann 4-mal Reis mit Händel. Und am Abend halt dann ein langsam verwertendes Eiweiß, das halt über die Nacht haltet. Jeden Tag? Ja, es gibt verschiedene Gewürze. Es gibt Steakgewürz, Händelgewürz, dann Heumer, weiß ich nicht. Curry. Ja, eben. Also man kann das auch wechslungsreich gestalten. Mhm. Da sieht man, dich jetzt. Was war denn das für ein Wettkampf, Claudia? Das war im Oktober die österreichische Meisterschaft von der NABA. Da habe ich den 2. Platz gemacht in meiner Klasse. Super. Christian, der hat schon 40 Mal den Schönheitsexperten an sein Gesicht rangelassen. Hier ist der Christian. Hallo. Christian, für wie alt bist du geschätzt? Jünger, 28, maximal 30. Maximal. Was habe ich zu dir gesagt? 20. Das war sehr schmeichelhaft. Sehr schmeichelhaft. Aber könnte dann theoretisch durchgehen, obgleich du schon viel, viel älter bist, nämlich? 37. 37. Warum hast du schon so oft den Schönheitsexperten an dein Gesicht gelassen? Sprich, wann hast du mit Botox begonnen? Also mit 30 habe ich das erste Mal Botox in die Stirn spritzen lassen. Ja. Das Problem ist, dass das natürlich eine gewisse Haltbarkeit hat, also zwischen 4 und 6 Monate. Folgedessen musst du es halt immer wieder wiederholen, dass du den gleichen Effekt erzielst. Warum überhaupt Botox? Weil ich eine starke Mimik hatte, dadurch auch ziemlich starke Falten im Gesicht. Und irgendwann ist dazu gekommen auch noch Hyaluronsäure hier. Und auch einmal die Lippen habe ich mir aufspritzen lassen. Ja. Und mit dem Bart habe ich mir weglasern lassen. Den Bart weglasern? Mhm. Da habe ich lange überlegt und ich wollte mich einfach nicht mehr jeden Tag in der Früh rasieren. Aha. Und jetzt habe ich keinen Bartwuchs mehr. Und wie lange dauert das? Das hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Das geht aber ganz schön ins Geld wahrscheinlich, das alles, gell? Das ist nicht so arg. Also wenn man so rechnet, also circa 1500 Euro im Jahr. Mhm. Das ist im Monat nicht einmal 150 Euro. Ich gehe nicht Tennis spielen, ich spiele nicht Golf. Ist nicht die Welt. Das heißt, du cremst nicht, du botoxst lieber? Richtig, Cremen aber ganz normale, gewöhnliche 10-Euro-Cremen. Aber Christian, warum stehst du nicht zu deinem Gesicht? Weil ein frischeres, jüngeres Gesicht einfach, ich schaue gerne in ein frisches, jüngeres Gesicht. Ja. Und das, wenn ich mir in den Spiegel schaue, gefällt es mir einfach besser. Ja, aber gehören nicht Falten dazu zum Leben? Ja, Zahnausfall und Zahnausfall auch. Und trotzdem haben wir alle 10. Naja, aber es ist vielleicht nicht so ganz gefährlich wie Botox. Nein, ich glaube nicht, dass wir vom Hungertod bedroht werden, wenn uns 2 Zähne fehlen. Und trotzdem, keiner sagt, oh Gott, ich verhungere, weil mein Zahn fehlt, sondern, oh Gott, wie schaut das aus? Aber fragst du dich nie die Langzeitwirkungen von Botox? Nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Es war ja, bevor es überhaupt zu uns gekommen ist, wie alles, dauert ein bisschen länger, war es auch in Amerika schon länger im Einsatz. Ja? Mein Botox ist ja nur ein Markenname, ja. Und es wird ja auch mit nicht nur jetzt dafür gegen die Faltenbehandlung, sondern es wird auch eingesetzt, auch bei schiefem Hals und beim Schielen und so, auch gegen Migräne.
habe ich eigentlich kein Bedenken gehabt. Ich muss dazu sagen, dass ich auch natürlich wichtig ist, dass du einen guten behandelnden Arzt oder Ärztin hast. Ich habe eine gute behandelnde Ärztin, zu der ich ein großes Vertrauensverhältnis habe. Die hat mich auch immer aufgeklärt für alles, was ich getan habe. Ich habe mit Botox begonnen, dann bin ich zur Hyaluronsäure dazugekommen und dann, wie die Entscheidung angestanden ist, soll ich mir meinen Bart lasern lassen oder nicht? Weil das war, weil ich nicht wusste, vielleicht wird es ja wieder trendig, einen Bart zu tragen. Mhm. Und sie hat mich sehr gut aufgeklärt. Also das ist natürlich Voraussetzung. Mhm. Hast du einen Partner? Mhm. Ja, und dem gefällt das auch? Naja, in erster Linie denke ich schon an mich. Also das muss ich schon sagen, ich tue das, was mir... Ja. Also wem gefällt es nicht, keine Falten zu haben? Aber machst du das auch, um wirklich auch jünger auszusehen, sprich, damit ich die anderen auch eben... Auch jünger schätzen, das ist ja schon okay für mich. Ja, ich stehe aber auch dazu. Also ich sage das, ich sage es auch ganz offen, dass ich mir Botox machen lasse. Was noch, nach wie vor auch nicht verbreitet ist. Also auch bei vielen Freundinnen oder bei Frauen. Ja, ich sage wirklich, also es ist noch nicht so normal, wie eine Krone sich machen zu lassen. Na, glaubst du, dass sich das ändert in den nächsten Jahren? Ganz sicher. Ganz also sicher. Wie? In ein paar Jahren wird es so sein, dass man zum Arzt geht und sich Botox spritzen lässt, so wie wenn sich jetzt eine Krone machen lässt, ja, oder zum Friseur die Haare färben, ja, lässt? Ja, glaube ich schon. Glaube ich eigentlich schon. Ja. Weil es ist ja nur eine gewisse Schwellenanzahl. Desto mehr es machen, ja, desto normaler wird es. Wenn es deine Nachbarin macht, ja, magst es du einfacher. Man spricht auch oft von der Sucht. Könntest du aufhören damit? Würde ich nicht tun. Würde ich nicht tun. Weil dann kommen einfach wieder die Mimikfalten zurück. Aber könntest du aufhören damit? Also wenn es sein muss, ja. Und möchtest du nicht wissen, wie du zum Beispiel ausschauen würdest, wenn du Fältchen hättest? Weißt du, was ich meine? Also das wird mir nicht erspart bleiben. Leider ist der Miguel verheiratet, gell? Ja, leider. Ja. Ja, leider. Glücklich verheiratet, oder? Ja. Glücklich verheiratet, wie heißt denn der Glückliche? Also ich bin verheiratet mit meinem Bart. Aha. Ja. Also ich bin Bartliebhaber und wie soll ich sagen, also mein Bart ist mein Ein und Alles. Der ist auch natürlich noch der Mutter. Noch der Mutter, okay. Der ist auch wirklich schön. Ich investiere Zeit, weil ich will, dass der nicht spröde ist, dass der einfach schön ausschaut. Und ich lasse ihn hin. Bei mir gibt es nur eine Friseurin, die was da trauen darf. Und, was macht denn die vielleicht? Die ist genauso eine Bartliebhaberin wie ihr Bartliebhaberin. Die schneidet die Stutz zu schön und die übertreibt es einfach nicht. Die macht es wirklich mit Elan, mit Liebe und das gefällt mir. Du hast aber schon, weil Familienmitglieder einen Druck gemacht haben, ihn schon einmal weggemacht. Also ich habe mehrere Anläufe gehabt, dass ich mein Bart eben wachsen lasse. Und unter anderem Anlauf war deswegen, weil eben Freunde, Bekannte, Verwandte gesagt haben, der Bart, der schaut nicht gut aus. Ich meine, da haben sie auch recht gehabt, weil eine gewisse Zeit, also 3-Tages-Bart und etwas länger, schaut er wirklich sehr gut aus. Und irgendwann haben wir gedacht, da habe ich ins Spiel geschaut, warum ist der Bart so schier? Und natürlich Familie, Freunde sagen dann, hey, Alter, tu ihn weg, weil das passt da nicht. Dann gehst du halt weiter, probierst das und dann irgendwann wirst du so schwach. Und wenn du ein Achterl und zwei Achterl mal getrunken hast, dann auf einmal stehst du da und rasierst ihn weg. Ja. Das war, wie gesagt, 4 Anläufe. Irgendwann hat es bei mir dann Klick gemacht und habe gesagt, so, jetzt kannst du mir alle am Arsch lecken, jetzt lass ihn wachsen. Und die Phase war wirklich extrem lang. Also am Anfang schaut er schön aus, dann schaut er lang schier aus. Und dann kommt irgendwann, stehst du dann auf, schaust in den Spiegel und denkst dir, Alter, jetzt schaut er geil aus. War das diese Phase, wo er nicht schön war? Wo? Ja, das muss diese Phase gewesen sein. Über ein kurzes Foto hast du ausgehoben, ja, super. Ein Wahnsinn. Und du färbst du den Bart? Nein, bei mir ist alles, was Sekt, Natur. Außer jetzt Kajal und so, das haben wir jetzt einmal als Vergleich einfach einmal schminken lassen. Ja, übrigens, danke nochmal. Super, Leute. Das finde ich auch komisch. Die Augen? Ja. Wieso gibt es dann Kajal auf? Also ich bin beruflich bin ich Model jetzt. Seit 2016. Das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Ich bin gelernter Werkzeugbautechniker. War Abteilungsleiter in einer Metallfirma und habe das quasi als Ausgleich gemacht. Was Hobby war, ist jetzt eben hauptberuflich. Hauptberuflich war. Na, und wie reagieren die Leute auf dich, wenn du so geschminkt durch die Stadt gehst?
Ja, sehr interessant. Das ist ja das Nächste, das, was mir so irrsinnig gut gefällt. Du kannst das so spülen, weil du einfach, du schaust anders aus. Ja. Und wenn du in der U-Bahn sitzt oder im Zug oder irgendwo, die Leute schauen die aus, die mustern die aus, einfach die Reaktionen von den Leuten herausfinden. Und da lernt man halt auch viel dazu. Du bist ja komplett, also bei dir passt ja alles wirklich, also bis aufs Detail. Bei, dir passt, bei mir ist es so, ich weiß nicht mal, wie man das Hemd richtig knüpft. Ich habe da irgendwie, und meine Socken sind, ich habe Tennissocken auch, gell? Weiß. Weiße Tennissocken. Auf beiden Seiten? Ja, ganz interessant, natürlich. Bei mir ist es so, die rechte Seite ist verkehrt dazu und die linke Seite ist richtig dazu. Okay. Absichtlich oder unabsichtlich? Nein, natürlich absichtlich. Ach so, okay. Aber ich finde, dir steht, dass das Outfit passt. Ja, optimal. Ja. Perfekt. Also, ich würde jetzt so gern einfach abschmusen. Ist eigentlich der Begriff Schönheit heutzutage anders, als es damals war? Heute verdient man Millionen mit der Schönheit. Also ich persönlich, meine Meinung ist, dass Schönheit subjektiv ist. Das ist also, ich sage, mir gefällt, was ich, die Claudia Schiffer oder sonst jemand, da sagst du, die gefällt mir überhaupt nicht. Das ist, so fängt es einmal schon an. Da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen. Schön kann eine alte Frau genauso sein. Mit der Schönheit, dem Begriff, da wäre ich sehr vorsichtig. Auch wenn man sagt, der Miss Austria ist die schönste Frau von Österreich, das kann nie sein. Hat dir eigentlich die Schönheit sehr vieles im Leben erleichtert? Sicher. Also man tut sich sicher leichter, wenn man gut ausschaut. Also Schönheit würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn man gut ausschaut, tut man sich überall leichter. Das stimmt schon. Wie war denn das? In Vorarlberg gab es ja jahrelang keine Misswahl. Es gab, glaube ich, Twistverbot. Bikiniverbot. Bikini? Warum? Also es war 1967. Ja. 10 Jahre lang, es war, ich glaube 57 war eine Misswahl. Das hat man dann nicht sehr gern gesehen bei uns und dann haben wir 10 Jahre unterbrochen. Und nach 10 Jahren hat man dann die nächste gemacht und die habe ich dann gewonnen. Mhm. Das heißt, da war, wie gesagt, Twistverbot, Bikiniverbot, Misswahl war auch nicht gern gesehen. Und du warst dann die erste Miss Vorarlberg. Wie hast du dich denn gefühlt? Ja, schon ganz gut, muss ich sagen. Also, ist 33 Jahre her, aber ich kann mich noch ganz gut erinnern. Und dann musste ich dann weiter zur Miss Austria-Wahl auch gehen. Und die habe ich dann auch gewonnen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wieso hast du mitgemacht? Hat man dich angesprochen? Ja. Wo denn? Ich war in St. Gallen, Hausmanikör, also früher hießen die Models Manikers. Und da habe ich vorgeführt, ein Jahr, also war ich bei einer Firma. Und dann hat man mich angerufen von der Misswahlorganisation, ob ich Interesse hätte, mitzumachen. Ich hätte gute Chancen und ich würde doch ein paar Ski gewinnen. Ski gewinnen? Ja, damals, die Preise waren noch nicht so wie jetzt. Da gab es also ein paar Ski, bitte. Super. Ja, und dann habe ich dann mitgemacht und das war der Grund. Und dann ging es langsam weiter. Du warst dann 3 Wochen lang unterwegs zur Miss World-Wahl in London. Miss Universe zuerst. Miss Universe. Das waren 8 Wochen im Ganzen. Ja. Miss Universe-Wahl, also das war schon ein Erlebnis. Also ich war damals 21 Jahre und bin zum ersten Mal in ein Flugzeug gesessen. Das muss man auch dazu sagen. Das war also schon einmal das ein Erlebnis. Und dann gleich nach Rio, nach Caracas, nach New York, Washington und dann Miami Beach. Und dort war die Miss Universe-Wahl. Und in diesem... Ich weiß schon, was du sagen willst. Sag du. Es hat mir halt so gut gefallen. Wir haben in 5-Sterne-Häusern gewohnt. Wir haben also gelebt wie der Herrgott in Amerika sozusagen. Und ich habe gegessen und es hat mir geschmeckt. Und nach 8 Wochen hat mir kaum mehr was gepasst zur Universal. Da war es eben und da war es eben. Also ich lache. Aber da habe ich kein Kind gehabt. Ja? Bitte. Jetzt hast du dann 10 Kilo zugenommen. 8, bitte. 8. Sind wir vorsichtig. Das haben wir vor allem immer heikel bei den Kilos. Ja.
Und hast ja auch etwas gemacht, was man nicht machen durfte. Du bist nämlich am Strand in der Sonne gelegen. Was man hat das denn da an sich? Es war so, Farbfernsehen war damals gerade im Entstehen und man hat uns alle gebeten, also wir waren europäische Mädchen, die diesen Trip gemacht haben in Südamerika, und da haben wir uns gebeten, also nicht in die Sonne zu gehen, weil wer braun ist, wirkt im Fernsehen gelb, glaube ich. Und ich habe mir gedacht, Copacabana, Rio, in Caracas, überall herrliche Pools, und ich habe mich gesagt, ich war dunkelbraun dann in Miami, und dann musste man mir so dick graue Paste fürs Fernsehen ins Gesicht, ich habe ausgeschaut, ein Dirndl habe ich angehabt, die graue Paste, da ein paar Würste überall, also es war schrecklich. Deswegen haben die Amis so ein schlechtes Bild von uns, gell? Wegen der grauen Paste. Ja. Das stimmt nicht. Es waren die ersten 25 haben Preise bekommen und da war ich auch noch drunter. Also da hast du den Platz, wie vielten Platz hast du gemacht? 17. Na, immerhin, ja. Ne? Mit grauer Paste und gehen. Er sagt, er möchte, dass man ihn so schnell nicht vergisst, hieß der Werner. Hallo, grüß euch. Hallo. Was tust du dafür, dass man dich nicht vergisst? Naja, ich bin einfach ich selber. Okay. Ich möchte einfach ganz offen und ehrlich sagen, ich habe das eigentlich schon von Jugendzeit her schon gehabt, dass ich sage, ich kleide mich gern bunter oder einfach anders wie andere. Ich habe ein Unternehmen, ein Sanitätshaus, arbeite aber auch als Verkaufstrainer. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, oder für mich persönlich wichtig, dass ich ein bisschen anders ausschaue. Ich mache Bankgespräche auch im Jogger mit einem Leibele, gehe auch so raus. Und ich glaube, man kann genauso Geschäfte machen und Erfolg haben. Was heißt das? Weil du immer anders und wie bist du so ein bisschen so ein Modepuppel? So, wie viele Schuhe hast du? Nicht. Hemden habe ich vielleicht, naja gut, vielleicht 200. Hosen vielleicht 200. Okay, Schuhe. Sammeln sich natürlich mit der Zeit zusammen. Schuhe? 200 vielleicht. Auch. Und die dazu passende Brille zur Uhr? Auch meistens, ja, richtig. Und wie oft gehst du zum Friseur? Vielleicht einmal die Woche. Ich fühle mich einfach wohl, fühle mich gut und denke mir, ich kann auch ohne weiteres im Jogger hingehen. Gehst du auch zur Kosmetik und so? Also ich gehe gern zum Friseur. Ich habe einen türkischen Friseur. Bei uns kann ich fast kaum mehr einer rasieren. Ich mag das gern, wenn einer rasiert, wenn einer gern die Haare massiert. Fettabsaugung, war das ein... Habe ich auch schon mal gemacht mit meiner Tochter, richtig. Wirklich? Ja, natürlich. Ist auch eigentlich untypisch, gell, Anne? Fettabsaugung beim... Ja, wäre ich nicht gleich einmal so draufgekommen. Ich würde es mir ja selber nicht machen lassen. Ja. Aber wenn du das, ja, weiß nicht. Würde dich das stören jetzt an mir, oder? Wenn du das hast. Nein, ich sage generell, wenn du siehst jetzt, okay, der hat jetzt das machen lassen, der geht jetzt, was weiß ich, zum Friseur einmal die Woche. Nein, ich störe mich nicht, anders, aber ich wundere mich einfach. Wirklich? Stören tut es mich nicht, weil was sagt oder schaue ich jetzt ein bisschen anders aus wie andere? Oder? Ich weiß es nicht. Nein, du schaust wirklich ganz genau aus. Werner, was sagen denn die anderen so über dich im Ort? Naja, man polarisiert natürlich in gewisser Art und Weise. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich das schon ein bisschen verändert. Ganz am Anfang schauen die natürlich, was macht denn der? Hat eine Firma, kommt im Jogger auf Bankgespräche? Oder geht ständig zum Friseur? Und, also geht ständig vielleicht zum Friseur? Ja. Aber, gibt sich ein bisschen anders oder so. Aber ich glaube mittlerweile eigentlich mehr zum Positiven, das Ganze. Aber du wärst nicht du, richtig, wenn du nicht so gestylt wärst. Ich mache das ja nicht für die anderen, ich mache das ja eigentlich mehr für mich. Und eigentlich natürlich auch für den Erfolg selber. Das Geschäftsleben ist ja nicht immer leicht. Und natürlich bleibe ich viel länger in Erinnerung, wenn ich jetzt, was weiß ich, ob jetzt eine rote Brille anhabe, rote Schuhe oder vielleicht so. Oder wenn ich einmal... Ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht die Brille, Anni, sondern mehr die Frisur, gell? Oder die Frisur? Nein, die Brille, die Frisur, das gefällt mir. Was gefällt dir denn nicht? Das gefällt mir sicher, aber ich bringe den Joker nicht aus dem Kopf. Wirklich? Christina war schon mit 30 Jahren mit ihrem Aussehen unzufrieden. 10 Jahre später ist sie es aber nicht mehr. Hier ist die Christina. Ja,
Hallo. Jetzt muss ich schauen, wie du am Bildschirm ausschaust. Ja, am Foto habe ich nämlich mir gedacht, die schaut ein bisschen aus wie Michelle Pfeiffer. Oh, ja, das ist so, aber ein Kompliment. Ja, schon, gell? Ja. Jetzt erzähle mal, mit 30 hast du dich nicht wohl gefühlt. Unwohl gefühlt, ja. Weil? Ich war ein bisschen älter als 30, so 33 oder so. Und ich habe nie so besonders auf mein Äußeres, also ich habe mich gelegentlich geschminkt, aber es war kein so großes Thema. Und irgendwann haben die Leute angefangen, mich zu fragen, warum bist du so traurig oder was hast du, obwohl ich ganz normal drauf war. Und dann habe ich mal genauer in den Spiegel geschaut und bin draufgekommen, okay, da kommen so Zornesfalten zwischen den Augenbrauen, meine Mundwinkel hängen irgendwie nach unten. Und habe dann an zwei Tagen hintereinander bei einem Gespräch zugehört, wo so Freundinnen darüber gesprochen haben, was sie sich alles machen lassen. Also die eine den Bauch, die andere den Busen und dann im Gesicht alles Mögliche. Und das war für mich so ein Moment, wo ich habe da diesen Widerstand einfach gespürt, wo ich genau erkannt habe, okay, das ist es nicht. Ja, ich muss erstens anfangen, meinen Selbstwert auf etwas anderes zu bauen. Und das bleibt uns sowieso alle nicht erspart. Auch dann irgendwann mit 50, mit 60, das Leben verändert sich. Und eine Frau ist gut beraten, wenn sie nicht nur auf ihr Äußeres baut. Und dann bist du auf etwas gekommen. Ja. Nämlich nicht Botox und Fädchen und Hyaluron und was es sonst noch alles gibt, sondern? Genau. Das war das Gesichtsyoga. Gesichtsyoga. Gesichtsyoga, genau. Okay. Weil ja die Muskulatur das ist, was unserem Gesicht die Form gibt. Mhm. Ja, man kann noch so viel cremen, also ihr könnt euch die ganzen teuren Cremes sparen. Man kommt nicht an das die ran, was eigentlich wirklich... Kannst du uns Übungen vielleicht zeigen? Weil eigentlich kann der... Vielleicht schauen wir uns eine Übung für die Stirn an, weil das ein wichtiger, großer Bereich ist. Und man will ja, also wenn die Augenbrauen gut sitzen, so wie bei Angelina Jolie, ja, dann sieht das Gesicht gleich auf den ersten Blick jünger aus. Und wenn ihr mal eure Stirn haltet und die... Stirn, die Augenbrauen ein bisschen nach unten schiebt und mit den Augenbrauen die Augenbrauen nach oben bewegt. Das heißt, die Augenbrauen machen diese Bewegung, aber die Finger bilden Widerstand, ja, sodass die Augenbrauen sich richtig anstrengen müssen, um nach oben zu kommen. Okay, ja, genau so. Ja? Nur muss der Finger nach unten drücken, damit die sich richtig anstrengen müssen. Okay. Ja, bist du süß angezogen, Tamara. Liebst du Croissants? Naja, sie schmecken gut, aber sie sind böse, weil sie sind klein, geben wenig aus und haben aber die meisten Kalorien dabei. Und meine Problemzone liegt nicht unter der Gürtellinie, bitte. Nicht? Also das ist kein Problem, ja. Ja, ja. Es ist und bleibt ein Mann. Du, Tamara, also ein Croissant ist ein böses kleines Ding, hat extrem viel Kalorien und bringt nichts. Mhm. Das heißt, du achtest darauf, was du isst. Ja. Du zählst auch Kalorien. Also es kommt darauf an, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich jedes einzelne Kalorien da irgendwie eintrage und aufliste oder sowas, wenn man damit beginnt. Man macht sich wahnsinnig, ja. Und es hört dann nirgends mehr auf und man kippt dann schnell in Suchtverhalten hinein, ja. Was ich mache wegen meinem Beruf, also ich mache Shows, ich mache Nightlife, ich mache Travestie. Mhm. Und für mich ist es wichtig, ich stehe auf der Bühne und ich mache Burlesque-Shows. Das heißt, Burlesque bedeutet, du ziehst dich aus bis zu einem gewissen Grad. Ja? Also bei mir bleibt die Wäsche an, weil wenn ich... Es wäre dann irgendwie blöd. Ja? Mund, da wäre dann irgendwie der Spaß vorbei. Aber es ist irgendwo wichtig, dass du bei diesen Shows in Form bist. Ja? Und aufgrund dessen und weil es mir selber auch einfach am Herzen liegt. Aber wenn du jetzt deinen Mund nicht aufgemacht hättest, hätte das Publikum wahrscheinlich eher gedacht, du bist wirklich ein Mädel. Ich hätte den Mund auch aufmachen können. Nein, aber mir passiert das oft, ja. Dass sie dich als... Ja, das ist ja auch, also das ist meine Kunst, das ist das, was ich mache. Gibt es das in Salzburg auch? Wenn man so nah sitzt, dann kennt man es schon.
Ja. Das ist meine, ja. Und eine Frage, ist das, das mit dem Problemzonenproblem schon als Mann auch schon gewesen oder nur jetzt als in der jetzigen Ich habe als Kind begonnen, in der Wiener Staatsoper Ballett zu tanzen. Und ich muss sagen, in dem Bereich, das ist ein Sport, bei dem du Problemzonen einfach hast. Ja? Weil bei Ballett musst du dünn sein und du musst schlank sein und du musst gleichzeitig kräftig sein. Ob als Frau oder als Mann spielt kaum eine Rolle. Ja? Und für mich ist es einfach wichtig, ja, persönlich. Auch abgesehen von dem, was ich beruflich und auf der Bühne mache, ist es für mich einfach interessant und wichtig, wenn ich mich vor den Spiegel stelle und sage, ist alles okay? Ja? Ist mein Körper der Ort, wo ich immer drinnen bin? Ja? Ist das in Ordnung? Und das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Das heißt, für deinen Körper tust du viel. Du trainierst, du isst ja gesund, ja, und wenn du mal zunimmst, was passiert da? Dann nehme ich es wieder ab. Genau. Die eine große Schwierigkeit dazu, ich mache Sport, ich trainiere, ja, speziell auf Ausdauer und natürlich auf Kalorienverbrennen. Und die Problematik ist dann die folgende, wenn du zu viel Muskeln ansetzt, ja, ist es natürlich auch nicht gut. Nein, ja, geht auch nicht. Das heißt, wenn ich da jetzt irgendwie so einen Oberarm kriegen würde. Ja, also er könnte nicht. Ja. Also das, wir stellen uns das gerade das dann eine, Chris die, im Kleidchen vor, das geht gar nicht. Ja, wie lebst du heute? Wie lebe ich heute? Ich habe durch einige Höhen und Tiefen heute meine Balance gefunden, aber das war nicht immer so. Meine Themen in meinem heutigen Leben sind Selbstliebe, Selbstakzeptanz, holistische Gesundheit. Ich halte Referate, Vorträge und habe jetzt auch mein erstes Buch geschrieben. Früher könnte man angenommen haben, du wärst glücklich und du warst auch perfekt. Zumal für viele ein durchtrainierter Körper schon viel mit Perfektionismus zu tun hat. Wie kamst du dazu? Wieso bist du und warum bist du Fitnessmodel geworden? Mhm. Ich glaube, worüber wir jetzt sprechen, das ist ein Thema, das kennen viele Frauen. Wir Frauen kennen es. Da ein Kilo zu viel, das gefällt mir nicht. Und wir möchten uns verbessern, um schön zu sein. Und ich war diesem Wahn nach Schönsein, diesem Wahn nach Perfektionismus entfallen. Und wenn wir diese Bilder anschauen, man sieht Haarextensions, also künstliches Haar bis zum Po, viel Make-up, Fingernägel und eben auch Brustimplantate, die ich heute nicht mehr in mir, sondern mit dabei trage für die Sendung heute. Also ich habe wirklich in meinen 25 Jahren schon gefühlt drei Leben gelebt und irgendwann... Wir müssen nur von vorne anfangen, damit wir uns auskennen. Du bist nach Amerika gegangen, um Model zu werden. Da hattest du wahrscheinlich so jetzt deine Figur oder war da noch weniger, als du rübergeflogen bist? Ehrlich gesagt, was habe ich heute für eine Figur, was wiege ich heute, das weiß ich gar nicht mehr genau, weil mir das heute keine Rolle mehr spielt. Aber damals schon. Richtig, ne? Damals war das für mich eigentlich das Wichtigste in meinem Leben. Wie sehe ich aus? Wie wirke ich auf andere? Ich war Model, habe dann mit 18 mit Kraftsport begonnen. Ich wollte den Erfolg, ich wollte Fitnessstar sein. Und ich bin dann in die Fitnessmetropole schlechthin gegangen, nach Los Angeles, und war da mitten umgeben von Bodybuildern. Und dann kam auch die Brustoperation. Weil dort alle Fitnessmodels operierte Brüste haben, oder wie? So. Es ist natürlich, in Amerika ist alles ein bisschen extremer. Von daher habe ich gedacht, es ist der Ort, den ich brauche, um glücklich zu werden. Aber du warst ja glücklich damals, oder? Also wenn wir das Foto jetzt sehen, du warst ja glücklich. Du musst ja irrsinnige Erfolge gefeiert haben. Ich hatte sehr viele Erfolge. Ich hatte auch sehr viele Niederlagen. Und ich dachte immer, dass ich glücklich war. Ich war aber nicht immer ganz ehrlich zu mir selbst. Und ich glaube, was es wirklich heißt, glücklich zu sein, das weiß man erst, wenn man eben auch das Gegenteil erlebt hat. Und diese Welt, in der ich war, von außen scheint die perfekt. Wow, toller Körper, Rampenlicht, Covers auf Magazinen. Und das hast du ja auch verkauft. Du hast ja auch gesagt, wie toll das nicht ist. Natürlich, weil ich eben selbst der Annahme war, dass mich das wirklich glücklich macht. Und irgendwann habe ich dann realisiert, dass ich mich in dem ganzen
in dieser perfekten Welt immer mehr von mir selbst distanziere. Und gerade über Social Media, wo ich auch heute noch aktiv bin, habe ich verstanden, dass ich mich selbst habe blenden lassen und dass eben so viele von uns Frauen, wie aber auch Männer, sich von dieser Welt blenden lassen und der Annahme sind, dass das glücklich macht und dass diese Idealbilder schön sind. Ich hatte ja in der Zeit auch schlimme Essstörungen. Ich war süchtig nach Anabolika und ich bin nicht aus dem Haus gegangen, ohne mein abgewogenes und kaloriengezähltes Essen in Tupperwares. Ich habe nur alle 3 Stunden gegessen. Ich habe nie mehr an einem Familienfest teilgenommen. Ich war nicht mehr mit Freunden aus. Ich habe wirklich so eine extreme Sucht gelebt. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schrecklich das sein kann und wie einem das prägt. Und deswegen glaube ich. Aber die anderen haben dich bewundert. Die von außen haben mich bewundert, die das Ganze nur von außen gesehen haben. Und das hat schon gut getan. Natürlich hat es einerseits gut getan, aber gleichzeitig hat es auch einen Druck ausgelöst. Gleichzeitig habe ich auch in den Kommentaren gelesen, wow, jetzt siehst du toll aus und ach, jetzt hast du wieder etwas abgenommen. Und das hat in mir drin gesagt, ich bin auf dem richtigen Weg, ich muss so weitermachen, ich darf auf keinen Fall zurückfallen. Ich glaube, dass das können vielleicht viele verstehen, die auch mal mit Süchten zu tun hatten. Es ist nicht ganz einfach, dann zu sich selbst zu stehen und sagen, hey, ist das richtig, was ich hier mache? Aber ich habe dann verstanden, ich bin ein Mensch und Menschen machen Fehler. Und Gesundheit ist schon was Wichtiges. Ja. Und auch ein großes Thema von mir in meinem heutigen Leben ist holistische Gesundheit. Was also, ist die holistische Gesundheit? Das bedeutet ganzheitlich. Das heißt jetzt halt, dass ich heute nicht mehr Sport mache wie damals, weil ich entsprechend aussehen wollte, eine entsprechende Figur haben wollte, sondern weil ich gesund sein möchte. Gesund steht an erster Stelle. Und Gesundheit, das ist längst nicht nur die physische Bewegung. Das hat auch was mit seiner Psyche zu tun, mit der Einstellung zum Leben, mit der Einstellung zu sich selbst, wie man sich selbst wahrnimmt. Und das, finde ich, ist schon der Punkt, dass Glücklichsein nicht bei oberflächlichen Themen beginnt. Und klar sagen viele, ja, aber Anja, ich möchte auch so aussehen wie du oder was auch immer. Das nehme ich jetzt mal irgendwie als Kompliment auf. Aber es ist der beste Beweis. Ich hatte alles an meinem Körper verändert, was ich konnte. Ich hatte ein Sixpack, ich hatte schöne gemachte Brüste, ich hatte Haare bis hier, ich konnte nie zu meinen Naturlocken stehen. Ich war der Ansicht, das ist nicht schön. Und heute sage ich, hey, ich fühle mich schön, so wie ich bin. Und ich glaube, deswegen sagst du mir jetzt, ja, aber du bist doch eine schöne Frau, weil ich es von innen heraus ausstrahle und weil ich heute weiß, ich brauche all das nicht und niemand von uns Frauen hier draußen, natürlich auch Männer, braucht irgend so was Künstliches, so was Extremes, um glücklich zu sein. Das waren die Barbara Kalisch Show Classics. Einfach schön. Bis bald in der Barbara Kalisch Show.